So, hallihallo, herzlich willkommen hier bei League of Legends. Ich hoffe auch, dass das diesmal in der richtigen Reihenfolge ist. Haben nicht viele Leute mitbekommen. Ich hoffe mal, dass 6 Leute waren, weil es 6 Klicks hatte. Kann ja auch sein, dass mir mal jemand doppelt draufgeklickt hat oder sowas. Da war irgendwie mitten im Game war am Anfang das Ende und der Anfang war am Ende und das Ende war irgendwo mittendrin oder sowas. Tut mir leid, Camtasia buggt manchmal so ein bisschen rum und ich lade das meistens oder ich lade meine Teile abends hoch und rende auch abends den Teil für den nächsten Tag. Und deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen, weil ich da nicht drauf geachtet habe, weil ich ins Bett wollte. Und ja, da passiert das leider schon und ab und zu mal, dass man dass das falsch ordnet. So, dann ich hatte jetzt Bock, wieder mal eine Runde LoL aufzunehmen. Leider ist gerade Rank deaktiviert. Ich habe die falschen Runen drin, so ein Kack. Oder? Ja, was habe ich denn für Runen drin? Willst du mich verarschen? Also 10 plus 17, plus 10, plus 7, plus 7. Ja, doch, passt bestimmt. Eigentlich habe ich AP-Runen noch ein bisschen drin gehabt, aber anscheinend nicht. Dafür habe ich dann die AD-Runen drin, die mir plus 10 geben. Tank AD, also. Ja, auf jeden Fall, mit Chen habe ich halt noch nie gespielt. Also noch, was heißt noch nicht, ich habe einen Skill für den. Seit diesem großen Update habe ich mit ihm noch nie gespielt. Das heißt, ich könnte also ein bisschen failen. Wobei, er soll ja ganz gut sein. Hat sich ja nicht so viel verändert, er ist halt nur ein bisschen stärker geworden oder sowas. Zumindest so stark, dass irgendwie alle Noobs den Rank bannen, weil wenn ich ihn im Rank sehe oder sowas, dann finde ich den gar nicht mehr so stark. Also nicht so, dass man ihn bannen sollte, sondern eher so, keine Ahnung, er kann vielleicht mal mies werden, wenn er halt, wenn die halt unten Gau machen und Chen sich hin teleportiert. Aber na gut, das kann Twisted Fate ja so gesehen besser halt, ne? Weil er kann dann gleich stunnen, okay, er kann da unten, aber das ist nicht das Gleiche. Und irgendwie ist hier der Fuß im Boden drin. Das ist ja auch schon mal geil, gut zu sehen. Dann hat läuft gleich wieder ein Bug. Ist auch super. So, und was will der jetzt eigentlich um? Achso, wir haben keinen Jungler. Ach ja, wann habe ich das letzte Mal mit 2 Stück, also mit einem Mate Top gespielt? Das ist ja schon Jahre her. Okay, da muss ich ihn mal so farmen lassen. Das ist blöd für mich. Weil ich schon hätte gerne Farm bekommen. Aber egal. So, jetzt kann jetzt auch langsam losgehen. Da kommen sie schon. Hallo. Ah, ich hätte Jungle gehen können. Wir haben alle Dorans Items. Oh, ich farm trotzdem ein bisschen mit da. Also ich meine, wenn er zu doof ist, um Last Hits zu holen, also das sieht man ja, dann hole ich mir die Last Hits einfach, weil warum sollte ich es nicht tun? Aber was eigentlich ganz gut ist, ist, dass er alleine ist. Das heißt, er kann gar nicht farmen. Ist natürlich ein Vorteil für uns. Wer hätte es gedacht? Er ist zu blöd, um Last zu hitten. Dann nehme ich so einfach. Gefeedeter Tank. Also im Gegensatz zu Twisted Fate ist es gar nichts. Also so gesehen, da hätte ich dann lieber Twisted Fate, aber ich sag mal so, ich habe keinen Bock, den da jetzt irgendwie alle Last Hits zu lassen. Bin ich auch zuvor zu, weil der Last hittet wirklich so schlecht auch. Also sieht man ja. Ich meine, wenn ich ihn als Tank mit einem, okay, ein bisschen AD habe ich ja drinne, was mir gar nichts bringt, was ich vorher aber wusste. So, zack, Digga. Jetzt bist du gelitten. So. Ja, man sieht schon, also er ist jetzt eigentlich schon halb tot. Selbst wenn jetzt ein Gank kommen würde, würden wir gewinnen, weil er kann nicht Go machen. Ich kann. Wer ist denn überhaupt der Jungler von denen? Jax. Ja, Jax würde ich einfach finden. Shadow Dash, wie heißt das? Taunten, genau. Taunten heißt das. Und dann hätte er schon verkackt eigentlich. Dann kann er eigentlich auch schon wieder weglaufen. Und du hast ein unnötiger Gank, verdammt. Mies, 120 Schaden, ist natürlich true. So, dann hier, dann zack, und dann zack, kriegt man Leben wieder. Nicht so viel am Anfang, erst wenn ich viel Leben habe. Ich überlege gerade, wie ich spielen soll. Also auf jeden Fall, gucken wir uns an, so. AD, AP, 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 AP. Oh, die haben viel AP, gut. Im Ranked hat man das ja normalerweise nicht, deswegen bin ich so erstaunt. Also, beziehungsweise er hier ist ja. Weiß ich gar nicht. Bei Woli war ich irgendwie, habe ich kein LoL gespielt. Und das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, irgendwie was der ist. So, der ist RP, glaube ich. Bin ich mir fast sicher. Oh, jetzt gängen sie wirklich mal. Das ist ja was ganz Neues. Mal einfach so, zack. Haben wir da getauntet, so, zack. Und dann kassiert er eigentlich schon ganz gut. Wenn er jetzt natürlich weitermachen würde, dann wäre er jetzt sogar down. Leider nicht.
tread carefully. First blood. So, damit haben wir, also wie gesagt, das ist halt einfach so das Blöde, wenn man eigentlich keinen Jungler hat, denkt man ja eigentlich, das ist total schlecht, aber ich finde es gar nicht mal so fail, weil er ist halt jetzt gestorben, okay, wenn das natürlich im Rank macht, weiß nicht, im Rank sind die Leute generell immer besser und haben auch immer ein bisschen mehr Skill als in normalen Spielen, ich meine, wer weiß, was das für Levels sind. So, hier kriegst du Levi, da halt den an. So eine heizbrecherische Aktion kann ich mir einfach nicht mehr leisten. Ja, auf jeden Fall, halt, das sieht man schon, weil er muss ja zum Beispiel back. So, jetzt bringt ein Gang schon nichts mehr und wenn er wiederkommt, kriegt er sowieso wieder nur auf die Fresse und muss dann schon wieder weg. Und also ich meine, das finde ich so ein bisschen sinnlos. Oder so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so irgendwie, da sieht man eigentlich mal, wie sinnlos ein Jungler sein kann. Ne, wenn das mal so, okay, andererseits, unten wird zum Beispiel nie gegankt. Unten kann Gang, wie sie wollen, bis sie taub werden oder whatever. Jetzt nicht schlecht gemacht von denen, aber bringt glaube ich nicht viel. Nee. Also wie gesagt, also momentan scheinen wir die Lane hier ganz gut unter Kontrolle zu haben. Selbst mit Ganks gewinnen wir, aber Shen finde ich da auch sehr stark. Mit einem AD sogar noch, finde ich ja noch viel besser. Und dass ich ihm hier die Farms wegnehme, ist echt hart eigentlich. Aber ich habe schon 17 und er hat 12. Aber Woli hat auch erst ein Last Hit, also ist nicht so der Kenner. Von daher ist das nicht so schlimm, wenn wir jetzt nicht Last Hitten. Ist kein Weltuntergang, sagen wir es mal so. Außer was gefährlich sein könnte, ist, wenn Gragas noch hochkommen würde, aber irgendwie ist Gragas ja sowieso nicht so schlau, scheint zumindest so. Irgendwie komisches Spiel. Da sieht man mal, wie schlecht normale Games eigentlich so sind, obwohl ich schon ganz chillig finde, so ohne Jungler finde ich es eigentlich viel besser. Also bis jetzt sieht man, also man wird es ja am Ende des Spiels sehen, ob sich das lohnt. Wenn es knapp war, dann hat sich das eher nicht gelohnt. Und wenn es nicht knapp war, dann könnten das auch einfach Noobs sein. Ja, das meine ich dann halt. Wenn er jetzt Gank kommt, ist das wirklich nice, weil wir haben jetzt keine Chance, vielleicht ihn noch zu holen. Okay, dann war es das aber auch. Ah, was soll ich machen? Muss ich wegflashen? Dafür komme ich aber auch ganz sicher weg. Bis er jetzt rankommt, zur Not, vielleicht taunte ich ihn ja nochmal. Nee, ich mach lieber so. Zack, und schon bin ich weg. Außer er läuft mir natürlich hinterher, wenn er so blöd ist. Und stirbt dabei sogar noch. So, und jetzt habe ich meine Ulti ready. Und dann, ja, keine Ahnung. Theoretisch, wenn Twisted Fate hingeht, kann ich meine Ulti einfach hinschießen aus Lux, Jux und Laune und dann hole ich den jetzt auch noch. Mann, das wäre natürlich jetzt Schnieke, aber das schaffe ich höchstwahrscheinlich nicht. Hauptsache, der kann erstmal den Tower nicht weitermachen und unser Mate kommt hoch. Ah, da komme ich sowieso nicht mehr rechtzeitig hin, obwohl, wenn er so killgeil wäre... Ich hätte übrigens Exhorth einsetzen können, glaube ich zumindest, dass es da schon ready war, bin ich mir nicht sicher. So, dann nehmen wir einmal hier die Merkur-Schuhe mit und dann hole ich mir normalerweise mal Sunfire Cape, das finde ich immer ganz drollig. Aber ich werde jetzt mal anders spielen. Ich werde zuerst mir eine Fortune of Nature, also Naturgewalt holen und dann Dornpanzer und dann noch die ganze Zeit... dieses eine Item da, Warmox, und dann bin ich voll equipped. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Man hat halt alles, was man braucht. Also Rüstung und Magie, Resi und Leben auch. Das reicht eigentlich. Ist nichts Besonderes jetzt natürlich, aber es ist ein normales Spiel. Ich meine, wie weit werde ich kommen? Ich wette, ich komme höchstens bis zum ersten Warmox, wenn ich Glück habe vielleicht. Was Besseres wird sowieso nicht sein, weil, keine Ahnung, es ist jetzt schon und nicht knapp eigentlich. Wir gewinnen das ganz gut. Ich meine, Bot gewinnt auch, obwohl die nichts haben. Weder Supporter richtig noch noch ein AD. Weil der AD oben ist, was irgendwie fail ist, wenn man sich das mal so anguckt. Aber trotzdem verlieren die ja nicht, oder? Wer ist denn gestorben von uns? Twisted Fate, genau. Also, und Bot hat noch keine Kills, aber ist auch noch nicht gestorben. Okay, das einzige Blöde ist natürlich, dass Caitlyn dann gut farmen kann. Also wenn man da gegen gute Gegner spielt, kann das schon übel aussehen.
with honor. Mach keinen Scheiß, Digga. So, der Tower wird auch in den nächsten 6 Minuten, denke ich mal, down gehen. Wir müssen ja so gesehen nur noch einmal holen, dann war es das ja theoretisch gesehen schon für ihn. Weil wenn er berg muss, es war es eigentlich. Also da kann er den Tower nicht halten, wie auch. Er könnte sich noch teleportieren, okay. Aber ob er dann noch 4 Leben hat, jetzt wirft er mich nach hinten, total unnötig, weil ich ihn nicht angreife. Ich laufe einfach nach hinten und gut ist. Und dann gehe ich wieder hin, mache meinen Kieschlag und er wird hier runtergelenkt wie nix. Oh fuck, ich dachte irgendwie, dass er mich noch gerade zurückwirft oder sowas, aber leider nicht. Aber der fand auch wirklich schlecht, also das muss man halt einfach mal ausnutzen. Das ist natürlich blöd, ich habe 32 Lars, jetzt er hat 30, das ist eigentlich noch okay, weil er überhaupt nicht fahren. Ist mir jetzt auch scheißegal, ich mache bei dem Tower fertig, oder? Ich muss so zack, zack, zack an. Okay, habe ich natürlich ein bisschen zu viel AP verloren eigentlich, aber egal. Ist nicht wichtig gerade. Oder beziehungsweise heißt nicht wichtig, aber ist Wayne eigentlich. Ist Wayne nicht. Jetzt hier erstmal nochmal Leben holen. Aber wie gesagt, der Tower wird... Oh, nice. Na, jetzt ist sowieso GG. Oh, mies, mies, mies. Bin schon echt hart. Zum Glück fällt er seine Ulti nicht oder so. Einfach mal wieder rein und dann... Okay, sind nur Schild aktivieren. Ah, wie gesagt, er muss jetzt back, er wird zwar wieder her teleportieren, ganz klar, aber ob er dann noch rechtzeitig kommt, ja okay, ja wahrscheinlich schon, mit Full Life wieder, ist natürlich auch blöd für uns. Aber ja, wie gesagt, der Tower wird halt die ganze Zeit schon weiter runter gelähmt und eigentlich, ich meine, was glaubt Jax jetzt, haben wir den nicht gesehen oder was? Er steht da dumm rum mit Red und Blue. Ah, wir haben nicht gesehen. Ich meine, selbst wenn er kommt, ganz ehrlich, er hat kaum Leben und Twisted Fate macht Schaden, ich auch irgendwie. Ein bisschen zumindest. Also genug, um ihn zu holen, ist wahrscheinlich. Und dann ist nur noch Woli da und vor Woli kann man noch weglaufen. Hoffe ich dann einfach mal. Aber Jax hat anscheinend sowieso gerade keinen Bock, mit uns zu hören. Blöd. Ich will diesen Tower jetzt endlich tot sehen. Er hat nur 300 HP und ich habe nur 3 Minuten. Sonst habe ich mein Versprechen nicht gehalten. Das ist auch blöd. So, übrigens kann man dann auf die Vasalle einhauen. Twisted Fate, falls man leben möchte. Komm, die 300 HP. Snacks dir dem Tower jetzt weg. Mach doch, greif doch den Tower an, du Dulli. Jetzt muss ich eigentlich back, aber irgendwie keinen Bock. Aber Jax wird wahrscheinlich von hinten kommen. Hart. Ah, dann kommt Gragas halt von hinten. Geht natürlich auch. Aber wir kommen trotzdem weg. Also ich zumindest. Ich mach Ulti will ich jetzt nicht benutzen. Ist mir zu gefährlich. Egal, jetzt ist er eh tot. Von daher. Naja, konnte ich nichts machen. Egal, ich habe guten Farm. Naja, geht zu 48. Er hat 37. Ich habe auch schon 2 Kills. Gucken, können irgendwo meine Ulti eigentlich mal gebrauchen? Hätte ich vielleicht mal ein bisschen darauf achten sollen. Und eigentlich darf ich auch nicht weg, aber egal. Das, das und das und dann brauche ich noch 800 Gold. Aber jetzt ist schon schwerer uns zu gangen, weil Jax ist, spielt wahrscheinlich AP. Naja, nee. Aber Volibear macht AP-Schaden, deswegen. So ein Fail schon wieder. Vor allem eben, oder am Anfang des Games habe ich plus 11 gehabt, jetzt habe ich nur noch plus 10. Ich werde immer schwächer. Ich verliere meine Kraft, ich bekomme nichts dazu. So, da bin ich, meine Freunde. So, aber mein Fazit zu Shen ist ja schon mal ganz nice auf jeden Fall geupt worden. Ich finde es gut, wie man ihn spielen kann. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Wird vielleicht nicht mein neuer Main, aber... Ganz chillig zu spielen ist eigentlich schon, man muss halt nur auf seine Teammates achten wegen der Ulti. Aber ansonsten ist das eigentlich saugeil zu spielen.
Ob man den wohl auch auf AP spielen kann, aber wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich sollte man den eher auf Leben spielen, weil das gibt Leben und das auch, also Damage dazu oder Leben, was man kriegt, ist dann vielleicht doch schlauer. So, er ist Level 8, wir sind Level 9, Fail Jungle. Fragezeichen. Ah, er spielt komplett AD. Gut, weiß nicht, nicht so der Bringer, würde ich sagen. Vor allem, weil er A kassiert durch mein Q schon. Und ich das alle 3 Sekunden einsetzen kann. Aber ich gleich gegankt werde. Ich weiß es, aber ich bleib trotzdem da. Zur Not habe ich vielleicht meine Ulti, mit der ich noch wegkommen kann. Will er weglaufen, der Sack, ey. Ist ja ein Geier. Läuft ja super. Zack, einfach mal die Ulti gegeben. Oh, lacker. Lacker. Ah, wenn sie noch Stunts holen, also vielleicht, aber es wird wahrscheinlich nichts werden. Nee. Okay, egal. Schade eigentlich, weil dafür Top überlebt hat, aber das war es mir jetzt irgendwie wert, auch wenn es mir nur ein Assist gebracht hat. Auf die 20 Gold hätte ich ja verzichten können. So, dem Tower geht es jetzt vielleicht auch an den Kragen, wahrscheinlich aber nicht. Obwohl, ich werde gar nicht gefokust jetzt auf den Tower, werde noch gestunt und kassiere noch eine Runde. Okay, war nicht so schlau, gebe ich zu. So, da fangen die Lags langsam an, nur 20 FPS gerade, warum auch immer. Okay, die stellt ihre Fallen auf jeden Fall schon mal echt nice auf, das kann man nicht anders sagen. So I go. Oh Mann, wie doof kann man denn sein, ey. Ganz ehrlich, wie doof kann man denn sein, beim Shen so eine Aktion zu machen? Das ist natürlich ihre Sache, wenn sie gerne sterben möchte, soll es mir ja recht sein. Aber da sieht man schon so, ich spiele ja normalerweise nur Ranked, also ich habe früher nie Ranked oder kaum Ranked gespielt, aber jetzt irgendwie, weiß nicht, fange ich an richtig zu spielen, auch Last Hit und so weiter, und da spiele man dann einfach Ranked, weil es cooler ist. Aber man sieht schon, dass hier eigentlich, oh, jetzt wo der Tower down ist, kriege ich auf einmal wieder 60 FPS, egal. Also man merkt schon wirklich den Unterschied, auch wenn man Ranked spielt und dann so normale Spieler, die sind das, sind die völligen Kack-Boons eigentlich, kann man halt so sagen, weil ich meine, was sie da abgezogen hat gerade, das war eigentlich lowest Action ever. Finde, also für meines Erachtens nach, das fand ich nicht gerade sehr skilled von ihr. So gesehen kann man natürlich sagen, ein Fail, okay, aber nee, so ein Fail auf jeden Fall mal nicht. Also ich meine, wer geht denn bitte schön bei ihr, bei einem Shen, wer geht denn da so offensiv? Beziehungsweise halt so wie sie gegangen ist, so zur Seite hin, wenn ich super Chancen habe, damit eh sie zu kriegen. Also da muss man doch echt bescheuert sein. Jetzt ist hier unser mieser Farmer wieder da. Ah, wird vielleicht doch ein etwas knappes Spiel, wobei wir haben einen Tower und die haben gar keinen. Doch einen haben sie in der Mitte, den haben sie getötet. Lol. Oh, ich dachte schon, er hat gesteelt. Okay, ja, dann nicht. Ah, ich habe leider meine Ulti nicht ready, sonst würde ich sie natürlich usen. Wäre natürlich schlau. Auch. Lol, lol, nice. Naja, wird vielleicht auch nicht knapp. Weil so gesehen, normalerweise in einem Teamfight später hätte ich ja auch noch meine Ulti gehabt und so weiter. Und das hätte alles zum Sieg geführt. Und war vielleicht doch nicht so schlau, die AD-Rune mitzunehmen. Man farmt auf jeden Fall mal besser. Also was heißt AD-Rune? Ich habe Tank-Rune drin. Pro Level kriege ich aber alles. Das war nicht so schlau, weil irgendwie, man braucht ja eher die Sachen am Anfang und nicht am Ende. Das kriege ich, habe ich aber irgendwie noch nicht mitbekommen. Auch mit Ryze habe ich mir jetzt erst Mana-Rune auf Level geholt, aber das ist irgendwie fail. Also generell alles auf Level zu und ist fail. Es bringt am Ende mehr, aber am Anfang weniger. Und am Anfang braucht man die Rune so gesehen sowieso nicht mehr so dringend. Also weiß ich nicht mehr so dringend, aber da bringen die zwar dann mehr, aber so gesehen auch weniger, wenn man dann Items hat und um die 20 oder 10, was man dann am mehr bekommt von whatever, ist ja auch nicht so wichtig.
Da braucht man das eher am Anfang, um schön Damage rauszuhauen. Auch wieder so eine schlaue Brain-Action. Aber er überlebt. So, Jax hier auch nochmal eine Runde. Miese, gut geschossene Ulti, die hat mich sehr schön auch noch getroffen. War zum Glück nicht useless oder sowas. Jetzt kann man hier, zack. Ja, Kasa hat ihn auch nicht drauf. Du kriegst Leben wieder. Checken anscheinend nicht alle im normalen Spiel. Ach, ihr wollt Go machen? Gut. Zum Glück war ich dabei. So, lol. Ja, unser Top Tower fällt jetzt höchstwahrscheinlich, aber interessiert so gesehen auch keinen, weil Rain drauf. Ein Tower, der top failed, gegen einen Tower, der in der Mitte failed. Aber in der Mitte kriegen wir höchstwahrscheinlich noch Kills. Sehr wahrscheinlich sogar. Ah, es war eigentlich ganz schlau von Kate. Jetzt ist sie viel schneller in der Mitte als sonst. Vorher wäre sie nicht so schnell da gewesen und hätte dann natürlich auch nicht so viel Leben, so viele Kills bekommen. So viel zwischen den Tower gesaved. Ach verdammt. So, ja, das war's dann anscheinend schon und wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Bis dann.